Hallo, moin moin und herzlich willkommen zur zweiten Sendung der neuen, ja, der neuen Buchlesung, hätte ich beinahe gesagt. Wir sind noch gar nicht in dem Buch drin. Es gibt einen Vorlauf, bevor das Buch gelesen wird. Und das Buch heißt, so wie ihr natürlich aus dem Vorspann bereits gesehen habt, Alle für eine für alle Himmelskönigin. Es geht um Maria. Es geht nicht um die Mutter Jesu Christi, diese Frau, die ein Leben gehabt auf dieser Erde, das dazu bestimmt war, unseren Herrn Jesus Christus zu gebären und für die Zeit, die er hier war, seine Mutter zu sein. Es geht um die Frau, die von der römisch-katholischen Kirche missbraucht wird als heidnische Himmelskönigin und euch vorgestellt wird als etwas, was sie überhaupt nicht ist. Und wie diese dann gebraucht wird oder eben auch weiterhin missbraucht wird, um alle zwischen Anführungszeichen Religionen dieser Welt mit ihr zusammen zu vereinen, unter Rom zu vereinen, nämlich als ökumenische heidnische Göttin wird sie gebraucht, um den Katholizismus, der ja nach außen hin das Christentum sagt zu sein, zu vereinen, nicht nur mit dem Islam, sondern im Grunde auch mit dem Buddhismus und anderen Religionen, die auch alle eine Verehrung einer Jungfrau kennen. Da kommen wir später noch drauf. Aber hauptsächlich, und deswegen heißt das Buch im Original Königin von Rom, Königin von Islam, Königin von allen, um diese knapp 4 Milliarden Menschen auf dieser Erde unter einen gemeinsamen Nenner bringen zu können. Die anderen kommen dann automatisch dann noch mit zu. Und wer nicht dazu kommt, der wird halt abserviert. So einfach ist das für Rom. Aber bevor wir in das Buch reingehen, das Bruder Max immer noch am Übersetzen ist, nicht, dass er schon fertig wäre, also aber das erste Kapitel ist fertig und da sind wir lang genug dran. Aber ich möchte nochmal den Nachdruck drauflegen auf diese Einleitung, die wir erst legen, weil wenn wir erstmal, bevor wir uns überhaupt mit diesem Buch beschäftigen, gut wissen, was die römisch-katholische Kirche von dieser Maria hält, was für eine Geschichte sie erfindet und die ihren Leuten erzählt und sie glauben macht, dann wird es für uns nachher umso deutlicher, wie es ihr glückt, mit vielen dieser Erscheinungen, darum geht das Buch ja hauptsächlich, dafür zu sorgen, die ganzen abergläubischen Menschen unter ihren Hut zu ziehen oder unter ihre Flügel zu zwingen, lass uns mal sagen, dass diese Glucke der römisch-katholischen Kirche, die sich ausgibt als die einzig wahre Kirche Jesu Christi, die sie nicht ist, sondern sie ist die Synagoge Satans, um all diese Religionen untereinander zu vereinen. Dafür haben wir eine Einleitung nötig. Die Einleitung haben wir letztes Mal begonnen, mit dem Heiligen Lexikon zu lesen. Wir sind bis auf Seite 8 gekommen und lesen heute weiter. Danach werden wir die Frage beantworten über Marienerscheinungen in einem weiteren Papier, das ich vorbereitet habe. Und dann gehen wir erst in das Buch rein. Das heißt, diese vorbereitenden Lesungen haben alle mit dem Thema des Buches zu tun. Und natürlich umso besser, umso mehr Zeit kriegt Bruder Max, um die Übersetzung vorzubereiten. Ja, und den Bruder Max möchte ich jetzt auch erstmal ganz herzlich begrüßen zur Lesung heute. Ja, hallo Jörg, hallo liebe Zuhörenden, Zuschauenden. Ich freue mich auch auf die weitere Lesung der Einleitung. Wir lesen ja immer noch den Teil aus dem ökumenischen Heiligenlexikon zu Maria selbst, ne, glaube ich direkt, Ja. was die römisch-katholische Kirche über sie sagt und wie sie sich das so, muss man so sagen, zurechtdichtet, ja, damit das für sie also eine ja, feste Doktrin ist, wie sie auch nun mal ist. Und ich freue mich insofern auch jetzt darauf, dass wir damit dann fortfahren, Jörg. Ja, dann machen wir das doch. Nehmen wir erstmal das PDF zu Hilfe aus dem Heiligen Lexikon. Wir haben hier am Anfang Seite 8 müssen wir weitermachen. Da haben wir gestern aufgehört und wir werden in der Zwischenzeit den Film weiter abspielen mit diesen Bildern, die auch aus diesem Dokument rauskommen. Das könnt ihr euch in der Zwischenzeit dann anschauen. Und dann fahren wir fort und lesen das Ehepaar. Ne? Also wir sprachen ja jetzt gerade eben über die Flucht von Josef und Maria nach Ägypten. Und jetzt sprechen wir darüber, wie sie ihn dann später in Israel oder in Judäa besser gesagt aufgezogen haben. Das Ehepaar suchte eines Tages den Sohn und fand Jesus als Zwölfjährigen mit den Schriftgelehrten im Tempel. Und das lesen wir im Lukas-Evangelium, Kapitel 2, Verse 41 bis 52. Ja? Von Josef wird danach nichts mehr berichtet.
Die Bibel lässt es offen, was mit ihm passiert ist, aber wir müssen oder sollten davon ausgehen, dass er im Leben von Jesu keine Rolle mehr spielt, im Leben von Maria keine Rolle mehr spielt. Und der einzige Grund, wie das sein kann, wäre, dass er wahrscheinlich gestorben ist. Deswegen sagt die römisch-katholische Kirche in diesem heiligen Lexikon vor ein paar Seiten, wo wir ja gestern gelesen hatten auch, dass er wohl verstorben war, weil er wohl alt war. Aber das dichten sie dazu, weil wir wissen nichts über das Alter von Josef und wir wissen nichts über die Umstände, warum er nicht mehr erwähnt wird. Aber er wird nicht mehr erwähnt, weil er auch einfach keine Rolle mehr spielt. So einfach ist das. Und Maria spielt auch nicht so eine große Rolle. Das werden wir auch noch sehen in dem weiteren Verlauf dieser Lesung. Für die römisch-katholische Kirche, ja, da spielt sie eine große Rolle. Aber in der Bibel, nein. Und da kommen wir gleich noch zu. Also, von Josef wird danach nichts mehr berichtet. Maria dagegen ist im späteren Leben Jesu bei allen wichtigen Situationen gegenwärtig, ohne im Vordergrund zu stehen. Nein, die römisch-katholische Kirche schiebt Maria in vielen wichtigen Situationen von Jesu in den Vordergrund, aber da ist sie nicht und sie ist da auch gar nicht bei. Sie wird nämlich überhaupt nicht so viel erwähnt, wie man eigentlich denkt. Vom 12. Jahrhundert an wird Maria mit dem Kind als Madonna verehrt. Das ist also 1200 Jahre nach den Fakten. Ja? Ab da wird Maria mit dem Kind als Madonna, also meine Frau, verehrt. Dem tritt eine Vorstellung aus der Apokalypse in Offenbarung 12 zur Seite. Die vom Drachen verfolgte Frau, die das Kind zur Welt bringt, das Michael rettete und die von der Sonne bekleidet, von Sternen bekrönt, auf dem Monde steht, als Mondliebe Madonna bezeichnet. Das sehen wir hier auch in diesem Bild, die Mondliebe Madonna von 1705 auf der Anna-Säule in Innsbruck. Das müsste Österreich sein, wenn ich an die geometrischen wie nennt man das wieder? Meine geografischen Kenntnisse nicht ganz im Stich lassen. Ja, man sieht hier, wie sie hier auf einem Mond steht und natürlich hier oben mit Sternen umringt ist und so weiter. Aber zu dem letzten Satz habe ich eine ganze Menge zu sagen. Und das ist nun mal leider so. Wir müssen hier auch sogar ein bisschen Bibelstudie machen, aber nur ein ganz kleines bisschen, da komme ich auch gleich zu, um diese Lüge hier mal aufzudecken. Also, es steht hier geschrieben, dass vom 12. Jahrhundert an Maria mit dem Kind als Madonna verehrt wird, dem tritt eine Vorstellung aus der Apokalypse zur Seite, die vom Drachen verfolgte Frau, die das Kind zur Welt bringt. Da habe ich einen Kommentar zugeschrieben. Nein, das ist nämlich nicht richtig. Die Frau in der Offenbarung ist nicht Maria, sondern die Frau in der Offenbarung ist die Kirche Jesu, die wahre Kirche von unserem Herrn. Weil die Offenbarung ist ein prophetisches Buch. Und in der Prophetie ist eine Frau gleich einer Kirche. Und wir lesen hier gleich nochmal Offenbarung 12, um das vorläufig zu klären. Es ist jedoch ein Thema für eine eigenständige Bibelstudie, die sehr viel tiefer geht als das, was ich hier machen kann, weil wir wollen hier ja keine Bibelstudie in Offenbarung 12 machen, sondern wir wollen hier das Buch lesen, schlussendlich, über die Maria oder wie man so schön sagt hier, ich kann ja mal eben das Bild mit einblenden, dass wir wissen, um welches Buch wir reden hier. Dieses Buch, ja, da kommt auch noch ein deutscher Titel drunter, den macht mir der Max in den nächsten Tagen, wird er das hier eindeutschen und wird dafür sorgen, dass wir einen deutschen Titel bei dem Bild mit bei haben. Jedenfalls, in diesem Papier hier steht schon fälschlicherweise drin, die vom Drachen verfolgte Frau, die das Kind zur Welt bringt, das Michael rettete. Diese Auslegung ist total verkehrt. Und dass wir das sehen, dafür habe ich Offenbarung 12 mir hier als Text reinkopiert aus der Schlachter 2000 und werde das mal eben vorlesen und werde das hier und da, wenn nötig, kommentieren. Aber ich sage gleich vorweg, nur ansatzweise. Ja, ich will nur die wichtigsten Punkte widerlegen, wie sie biblisch widerlegbar sind. Ich mache hier keine tiefgehende Bibelstudie mit. Und wenn wir jetzt in der Bibel lesen, dann nehmen wir natürlich auch das passende Bild dazu. So. Die Frau und der Drache, so ist das Kapitel der Offenbarung 12 überschrieben. Und ein großes Zeichen erschien im Himmel. Eine Frau mit der Sonne bekleidet und der Mond unter ihren Füßen und auf ihrem Haupt eine Krone mit 12 Sternen. Ja, das ist genau das, was wir hier in diesem Bild sehen. Na? Und sie war schwanger und schrie in Wehen und Schmerzen der Geburt. Und es erschien ein anderes Zeichen im Himmel, siehe, ein großer feuerroter Drache, der hatte 7 Köpfe und 10 Hörner und auf seinen Köpfen 7 Kronen. Dass wir hier den Drachen natürlich mit der römisch-katholischen Kirche hauptsächlich gleichsetzen können, ist ja ziemlich deutlich, weil
Es geht um sieben Köpfe. Ein Kopf ist auch ein Hügel oder ein Berg. Rom ist die Kirche auf sieben Hügeln. Und zehn Hörner spricht für die zehn Königreiche, ja, die wir daraus kennen. Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich und warf sie auf die Erde. Und der Drache stand vor der Frau, die gebären sollte, um ihr Kind zu verschlingen, wenn sie geboren hätte. Und sie gebar einen Sohn, einen männlichen, der alle Heidenvölker mit eisernem Stab weiden wird. Und ihr Kind wurde entrückt zu Gott und seinem Thron. Und die Frau floh in die Wüste, wo sie einen von Gott bereiteten Ort hat, damit man sie dort 1260 Jahre lang ernähre. Jetzt erzählen wir doch mal, wie das hier die Jungfrau Maria sein kann. Unmöglich. Maria ist niemals 1260 Tage in die Wüste gegangen. Aber es geht hier um die 1260 Tage, 42 Monate, 3,5 Jahre, eine Zeit, Zeiten und eine halbe Zeit, die wir an verschiedenen Stellen in der Bibel erklärt bekommen, die von dem Regententum des Antichristen erzählen. Nicht, dass der Antichrist danach nicht mehr regiert, aber von dem absoluten Regententum des Papstes. In der Zeit, wie wir gelernt haben in anderen Lesungen, mindestens in der Zeit zwischen 606 bis 1866, also bis zum Fall des Vatikans kurz vor 1870, vor dem Beginn des Vatikanischen Konzils. Die Frau floh in die Wüste, also das kann hier die Maria nicht sein. Wie gesagt, eine Frau steht in der Prophezeiung für eine Kirche. Es ist die Kirche, die in die Wüste floh. Und da hat Gott ihr einen Ort bereitet. Und unter anderem diese Wüste war hauptsächlich Norditalien und Süden von Frankreich. Die Zeit oder der Platz, wo solche Völker wie die Albigenser und die Waldenser und andere Völker, die die wahre Lehre der wahren Bibel die ganze Zeit aufrechterhalten haben, überlebt haben in der Zeit. Da geht es hier drum. Ja? Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen. Und der Drache und seine Engel kämpften. Nun ist es so, dass dieser Teil der Prophezeiung, Offenbarung 12 hier, nicht in zeitlicher Einheit mit dem, was wir gerade eben gelesen haben, zu verstehen ist. Dieser Kampf im Himmel, der geht dem allen vorab. Weil es steht hier ja schon geschrieben, und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Das kommt jetzt gleich, wenn Satan aus dem Himmel geworfen wird. Und nachdem er aus dem Himmel geworfen wird, zieht er ein Drittel der Sterne mit sich. Da geht es drum. Das ist genau das, was hier steht. Also das ist nicht chronologisch. Ja? Die Bibel und vor allem das Buch der Offenbarung. Das Buch der Offenbarung ist ein rein prophetisches Buch. Und das kann man nicht wörtlich nehmen. Und das darf man nicht wörtlich nehmen. Und das ist auch nicht alles in einer Reihenfolge. Das ist nicht von am Anfang lesen und am Ende aufhören und so in der Reihenfolge spielt sich das ab. Das Buch der Offenbarung ist ein sehr, sehr kompliziertes Buch, um es richtig zu verstehen. Aber es sollte deutlich sein, dass dieser Kampf, der hier im Himmel entstand, vorher stattgefunden hat, vor dem, was wir gerade eben über die Frau und das Kind gelesen haben. Also, es entstand ein Kampf im Himmel und übrigens, Max, wenn irgendwas ist, dann fällst du mir bitte ins Wort oder verbesserst mich oder gibst bitte deinen Kommentar dazu. Ne? Jo. Und es entstand ein Kampf im Himmel. Michael und seine Engel kämpften gegen den Drachen und der Drache und seine Engel kämpften. Aber sie siegten nicht und ihre Stätte wurde nicht mehr im Himmel gefunden. Und so wurde der große Drache niedergeworfen, die alte Schlange. Genannt der Teufel und Satan, der den ganzen Erdkreis verführt. Er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen. Spätestens jetzt dürfte jedem deutlich sein, dass das, was hier in Vers 7, 8 und 9 steht, vor den Versen 1, 2, 3, zumindest 2, 3 und 4, passiert ist. Ne? Also, er wurde auf die Erde hinabgeworfen und seine Engel wurden mit ihm herabgeworfen. Seine Engel wurden mit ihm hinabgeworfen, heißt es hier. Und weiter oben lesen wir das als Vers 4 meinst du, ne? Der Drache stand, warf sich auf die Erde. Wo ist denn das wieder mit den, er nahm den Drittel der Sterne mit sich, da wo standen Vers 4 ist das, Vers 4.
Und sein Schwanz zog den dritten Teil der Sterne des Himmels nach sich. Genau, hier oben, der Teil ist das. Ja, manchmal sehe ich das und sehe es dann doch nicht. Dankeschön. Und ich hörte eine laute Stimme im Himmel sagen. Wir sprechen hier von Johannes. Ne? Das ist ja die Offenbarung von Jesu Christi, die an Johannes gegeben wird. Nun ist gekommen das Heil und die Macht und das Reich unseres Gottes und die Herrschaft seines Christus. Denn hinabgestürzt wurde der Verkläger unserer Brüder, der sie vor unserem Gott verklagte, Tag und Nacht. Und sie haben ihn überwunden, um des Blutes des Lammes und um des Wortes ihres Zeugnisses willen, und haben ihr Leben nicht geliebt bis in den Tod. Darum seid fröhlich, ihr Himmel, und die ihr darin wohnt. Wehe denen, die auf der Erde wohnen und auf dem Meer, denn der Teufel ist zu euch herabgekommen und hat einen großen Zorn, da er weiß, dass er nur wenig Zeit hat. Und dann geht's weiter in dem Unterkapitel, der Drache verfolgt die Frau. Und als der Drache sah, dass er auf die Erde geworfen war, verfolgte er die Frau, die den Knaben geboren hatte. Und es wurden der Frau zwei Flügel des großen Adlers gegeben, damit sie in die Wüste fliegen kann, an ihren Ort, wo sie ernährt wird, eine Zeit und zwei Zeiten und eine halbe Zeit, fern von dem Angesicht der Schlange. Eine Zeit in der Prophezeiung ist ein Jahr, und zwei Zeiten sind zwei Jahre und eine halbe Zeit ist ein halbes Jahr. Dreieinhalb Jahre, 42 Monate, 1260 Tage, die in der Prophezeiung ein Jahr für einen Tag eben 1260 Jahre werden. Fern von dem Angesicht der Schlange. Und die Schlange schleuderte aus ihrem Maul der Frau Wasser nach, wie einen Strom, damit sie von dem Strom fortgerissen würde. Und wir wissen ja, dass Wasser, oder besser gesagt, das Meer, die See, in diesem Fall wahrscheinlich auch, für Menschen stehen. Und zwar Mengen von Menschen, Nationen, Sprachen und so weiter. Das heißt, die Schlange verfolgt sie durch andere Völker, so wie die Waldenser und die Albigenser und all diese Völker während und nach der Inquisition verfolgt wurden und bis zur Ausrottung vernichtet wurden. Und die Erde half der Frau, und die Erde tat ihren Mund auf und verschlang den Strom, den der Drache aus seinem Maul geschleudert hatte. Und der Drache wurde zornig über die Frau und ging hin, um Krieg zu führen mit den übrigen von ihrem Samen. Das sind also diejenigen, welche die Gebote Gottes befolgen und das Zeugnis Jesu Christi haben. Das sind Leute wie du und ich, die sich Christen nennen und die Jesus Christus folgen. Und ich stellte mich auf den Sand des Meeres. So endet das Kapitel 12 der Offenbarung. Ich denke, dass jeder, der dieses mit ein kleines bisschen Bibelverständnis liest, nicht mit Verständnis der römisch-katholischen Kirche, die ja nicht will, dass wir die Bibel lesen, dass ein kleines bisschen mit offenem Bibelverständnis liest, begreift, dass hier die Frau unmöglich Maria sein kann, sondern dass es sich hier um die Kirche Jesu Christi handelt. Also ist das hier, was hier in der Maria-Offenbarung steht, schon mal eine totale Lüge. Das kann man den Leuten natürlich so verkaufen, wenn man ihnen die Bibel nicht zeigt und wenn man ihnen die Erklärungen der Bibel nicht zeigt. Wenn die Leute nicht wissen, dass eine Frau in der Prophezeiung für eine, oder besser gesagt symbolisch in der Bibel, für eine Kirche steht. Dann kann man sagen von, ja, hier, das ist die Himmelskönigin, mit der machen sie das, mit Maria machen sie das. Aber denjenigen, die die Bibel lesen, den kann man in dieser Hinsicht kein X für ein U vormachen. Wie siehst du das denn, Max? Ja, ganz genau wie du. Und ich bin auch froh, dass wir gerade diesen Teil jetzt auch nochmal gelesen haben, weil da wird eines ganz besonders deutlich draus. Und zwar, dass hier die Offenbarung wörtlich ausgelegt wird. Also, dass die Frau einfach als Frau verstanden wird. Und das ist absolut absurd anzunehmen, dass das so ist, wenn man sich mit der Bibel und insbesondere mit der Offenbarung etwas länger befasst, dann ist es absolut absurd anzunehmen, dass es hier einfach buchstäblich so auch gemeint ist, wie es dasteht. Ja, also wie du jetzt, du hast ja viele Beispiele auch gebracht mit dem Meer, dass das Völker sind oder eine Menge von Menschen, dass die Frau für eine Kirche steht. Da gibt es ja viele Beispiele. Oder die Wüste, dass das einfach ein Rückzugsort ist, wo jetzt, ne, abseits von vielen Menschen, sage ich mal, das meint auch nicht buchstäblich eine Wüste in dem Sinne. Wüste bezeichnet im Grunde ein Gebiet, in dem das Wort Gottes nicht ist. Ja, genau. Also eine Öde, lass uns mal sagen. Aber das muss darum keine Öde pflanzlich sein, wie man eine Wüste sich vorstellt, sondern eine geistige Öde. Ja?
Es ist einfach nur ein tolles Beispiel, dass hier also wirklich auch die römisch-katholische Kirche einfach ja wortwörtlich auch die Offenbarung für sich auslegt. Und da haben wir spätestens seit Romanismus und Reformation gelernt, dass das also auch völlig absurd ist. Und nicht nur seitdem, wenn man die Bibel liest und sich damit auch länger befasst, dann wird einem das selber auch sehr schnell sehr deutlich. Ja, gut. Dann fahren wir mal fort, lassen den Film weiterspielen und fahren fort in dem Artikel. Hier oben ist ein Bild abgebildet, Herren vom Mitleid, aus dem 15. Jahrhundert, im Petersdom steht das, wo wieder Maria gezeigt wird und Jesus hilflos tot in ihrem Schoß liegt. So stellt die römisch-katholische Kirche Jesus am liebsten dar, wie hier im Film, als kleines, hilfloses Kind in den Armen seiner Mutter oder als toter, lebloser Leichnam im Schoß seiner Mutter. Das in der römisch-katholischen Kirche Jesus überhaupt keine Macht hat, überhaupt keine Kraft hat und keine Autorität hat, das werden wir im Verlauf dieser Lesung auch noch merken. Nach dem Tod Jesu ging Maria der Überlieferung zufolge, nicht der Bibel zufolge. Das darf man jetzt nicht verkehrt verstehen. Man liest da langsam drüber und sagt, der Überlieferung, ah ja, okay, dann steht es in der Bibel. Nein! Nach dem Tod Jesu ging Maria der Überlieferung zufolge zwischen den Jahren 37 und 48 mit Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, nach Ephesus, heute Ruinen bei Seldschuk. Das ist aber eine Überlieferung, die nicht aus der Bibel kommt. Denn die letzte Erwähnung der Maria, und dann sprechen wir über Jesus Mutter, also Maria als Jesus Mutter, ist in Apostelgeschichte 1, Vers 14. Da steht geschrieben, diese alle blieben beständig und einmütig im Gebet und Flehen, zusammen mit den Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Dass Jesus also deutlich noch Brüder hatte, ist ein Punkt, an den wir auch nochmal kommen, also von wegen ewige Jungfrau, nicht wahr? Später kommt der Name Maria noch zweimal vor in der Bibel. Zweimal! Jedoch wird nicht deutlich gesagt, dass es sich hier um die Mutter Jesu handelt. Also mit anderen Worten, der Name Maria erscheint im Neuen Testament, macht eine Wortsuche, der Name Maria erscheint im Neuen Testament nach Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 14 noch zweimal. An welchen Stellen? In Apostelgeschichte Kapitel 12, Vers 12, interessant, wir hatten ja gerade Offenbarung 12. Ja, ja, es ist nicht alles Zufall. In Apostelgeschichte 12, Vers 12, wo geschrieben steht, Zitat, und er besann sich und ging zum Haus der Maria, der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus, wo viele versammelt waren und beteten. Jetzt ist aber die Frage, ist denn diese Maria, die Mutter Jesu, oder ist diese Maria eine andere? Weil hier steht ja der Mutter des Johannes mit dem Beinamen Markus. Wo ist denn jetzt der Johannes Markus? Wer ist das denn? Johannes Markus war ein Judenchrist oder möglicherweise ein Heidenchrist in Jerusalem und der Vetter des Barnabas. Und darüber lesen wir in Kolosser Kapitel 4, Vers 10, Zitat von Paulus, es grüßt euch Aristarchus, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas. Ihr habt seinetwegen Anordnungen erhalten. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Ende Zitat aus Kolosser 4, 10. Das Haus seiner Mutter Maria wurde später zum Mittelpunkt der Jerusalemer Urgemeinde. Also wir sprechen hier von der Mutter Maria des Johannes Markus. Und in Römer 16,6 kommt auch nochmal das Wort Maria vor, grüßt Maria, die viel für uns gearbeitet hat. Da wird aber überhaupt nicht Bezug genommen, ob diese Maria auch wirklich die Mutter Jesu ist. Da wird einfach nur gesagt, grüßt Maria. Es gab in der Zeit viele Marias auf der Welt, genau wie es die heute auch gibt. Hier steht nicht, grüßt Maria, die Mutter Jesu, die viel für uns gearbeitet hat. Also, es ist noch nicht mal biblisch sichergestellt, dass Paulus hier die Maria von Jesus Christus meint. Ja? Also, was wir hier lesen, der Überlieferung zufolge, das ist römisch-katholisches Märchen. Ja? Nach dieser Überlieferung ging Maria zwischen den Jahren 37 und 48 mit Johannes, dem Lieblingsjünger Jesu, nach Ephesus. Heute Ruinen bei Seldschuk. Dass sich hier ihr Grab befindet, also bei Ephesus,
wird erstmals 431 beim Konzil von Ephesus benannt. Menschen, das ist beinahe 400 Jahre, nachdem es passiert ist. Beinahe 400 Jahre danach sagt man auf einmal, ah ja, und hier ist auch das Grab von ihr. Sehr glaubenswürdig, ne? Für jemanden, der wirklich die Dinge gerne untersucht und schaut, ob die Dinge auch so sind, wie sie gesagt werden, dass sie sind. Älter ist die Überlieferung, na, und da ist die römische katholische Kirche natürlich ganz in ihrem Element. Älter ist immer wahr, ist immer besser. Das stimmt aber nicht. Original ist immer besser. Aber Original muss nicht immer älter sein, weil die originalen Schriften, die wieder und wieder und wieder kopiert wurden, können neuere Schriften sein, die aber vom Inhalt her original sind. Aber alte Schriften, die damals schon gefälscht waren, können heute immer noch gefälscht sein. Also von daher ist älter nicht immer besser. Bei der römisch-katholischen Kirche ist das anders. Die sagt meistens, dass älter besser ist. Deswegen steht hier, älter ist die Überlieferung, Maria sei in Jerusalem gestorben, nicht in Ephesus. Aha. Also das sind mal eben ein paar hundert Kilometer auseinander. Das müssen wir auch mal eben begreifen. In Ephesus, das wurde 431 festgestellt. Und hier sagt man jetzt, in Jerusalem, dort wird ihr Grab nahe des Löwentors am östlichen Rand der Altstadt verehrt, in der Krypta einer Kirche, die südlich des Ölberges im 4. Jahrhundert erbaut, also auch einige hundert Jahre nach den Fakten zwischen 37 und 48 nach Christus, und um 1130 von den Kreuzfahrern erneuert wurde. Ja, nichts Genaues weiß man also nicht. War es Ephesus? Kann sein. War es Jerusalem? Kann sein. Hauptsache, es passt in unser Dogma, es passt in unsere Geschichte. Der Tod der Maria, byzantinisch Koimesis, orthodoxe Kirchengebäude tragen diesen Namen, ist ein großes Thema von später entstandenen Legenden. Also nichts, was auf irgendeine Art und Weise biblisch fundiert ist. Der Tod Maria, alles, was wir jetzt noch darüber lesen, das ist alles Hokuspokus. Da gibt es noch nicht mal geschichtliche Aufzeichnungen drüber. Also, ist ein großes Thema von später entstandenen Legenden. Jetzt haltet euch gut fest. Maria erschien am Berg Zion oder in Ephesus. Ein Engel mit leuchtendem Palmzweig verkündete ihr den Tod. Maria bat, dass die Apostel zugegen sein sollten. Diese wurden von Wolken herbeigetragen und umstanden das Lager des Sterbenden. Christus nahm die Seele der Entschlafenen auf den Arm. Die Hände der hohen Priester, der den Leichnam vernichten und mit Bewaffneten verhindern wollte, dass er in das Tal Josaphat, den Ort, an dem nach alttestamentlichem Buch Joel, Kapitel 4, Vers 12, das göttliche Endgericht stattfinden soll, gebracht wird, blieben an der Bahre kleben, bis Petrus sie löste, ihn heilte und bekehrte. Da muss ich mal ganz kurz etwas zu einspielen, meine lieben Brüder und Schwestern. Da fällt mir nämlich nichts anderes zu ein. B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, Bingo was his name, oh. Genau so ist das. Wer glaubt diesen hanebüchenen Blödsinn? Da gibt es keine geschichtlichen Aufzeichnungen für. Das ist einfach ein Märchen, das sie hier erzählen. Und dann gebrauchen sie hier natürlich die Bibel, Joel Kapitel 4, Vers 12, wo steht, die Heidenvölker sollen sich aufmachen und in das Tal Josaphat hinaufziehen. Dort will ich zu Gericht sitzen über Heidenvölker ringsum. Und die römisch-katholische Kirche zitiert dann irgendeinen Bibelvers hieraus, gerade weil es ihr eben so in den Kram passt. Also, wenn ich so etwas lese, dass Maria im Augenblick ihres Todes gebeten hat, dass die Apostel zugegen sein sollten, dann frage ich mich, dann heißt es ja, dass die Apostel länger gelebt haben als Maria. Gut, dann gehe ich mal davon aus, dass alle Apostel länger gelebt haben. Dann muss Maria ja, wie gesagt, sehr früh gestorben sein, weil einige Apostel sind ja ziemlich früh gestorben. Das kann man nachlesen, wenn man unter anderem das Buch von Fox liest, Fox's Book of Martyrs. Das hat ja so einen wunderbaren Titel, muss ich mal eben raussuchen hier, ich weiß das nicht auswendig. Allgemeine Geschichte, na komm schon hier,
Allgemeine Geschichte des christlichen Märtyrtums. Fox's Book of Martyrs, Monuments and Acts auf Deutsch gibt es das Buch auch. Wenn man das liest, dann liest man am Anfang, wie die verschiedenen Apostel ums Leben gekommen sind. Da ist auch nicht alles hundertprozentig richtig drin wiedergegeben, das sage ich da gleich zu, aber da kann man das lesen. Hier würde das ja heißen, dass Maria vor allen anderen Aposteln gestorben ist, weil sie bittet ja, dass die Apostel zugegen sein sollten. Wenn das denn so ist, das ist jetzt mal eine Frage, die ich stelle. Und ich beantworte sie nicht. Warum schreibt das denn weder Paulus, noch Jakobus, noch Judas, noch Johannes in ihren späteren Briefen und Schriften im Neuen Testament auf? Ist das dann so unwichtig, dass die auf einer Wolke angeflogen kommen zum Tod von Maria, wie hier steht? Diese, also die Apostel, wurden von Wolken herbeigetragen und umstanden das Lager der Sterbenden. Auch dass Christus die Seele der Entschlafenen auf den Arm nahm, davon steht nichts im letzten Buch der Bibel, was also deutlich nach dem hier passiert ist, wo Jesus Christus also die Offenbarung an den Johannes gibt, gegen Ende des ersten Jahrhunderts, nämlich im Jahre 4, 5, 96 nach Christus ungefähr, und da steht ja nichts von drin. Christus nahm die Seele der Entschlafenen auf den Arm, also ist hier in der römisch-katholischen Kirche die Seele auch noch etwas Körperliches. Die Seele ist aber etwas Geistliches. Etwas Geistliches kann man aber nicht auf den Arm nehmen. Und die Seele ist auch nichts, was irgendwie ein Stück entschläft oder was weiß ich. Die Seele ist das, was uns mit dem Atem, mit dem Odem des Lebens ingegeben ist, wie in Genesis geschrieben steht. Ja? Gott blies den Atem des Lebens in Adam durch seine Nasenlöcher und dadurch wurde er eine menschliche Seele. Er wurde eine lebendige Seele. Da er wurde eine Seele. So, wenn ich entschlafen bin, dann atme ich nicht mehr, dann ist meine Seele nicht mehr in mir. Also kann Jesus hier irgendeine Seele gar nicht auf den Arm genommen haben. Nein, die römisch-katholische Kirche nimmt euch auf den Arm, wenn ihr sowas lest und glaubt. Ja, das ist schlimm, ja. Ich weiß immer gar nicht, ob man lachen oder weinen soll, bei solchen Sachen. Das ist wirklich. Ja, also ich bin mittlerweile, meine Wut ist inzwischen in Amüsieren umgeschlagen, weil ich einfach nicht glauben kann, dass es Leute gibt, die so einen Blödsinn wirklich glauben. Ich meine, solchen Leuten, die sowas glauben, da kannst du auch hingehen und die kannst du eine Brücke auf den Mond verkaufen, oder? Ja, ganz bestimmt sogar. Das ist schlimm eigentlich, ne? Es funktioniert halt, ne? Weil wir wissen, dass viele Menschen der römisch-katholischen Kirche anhören und dass viele Menschen auch auf Wallfahrten gehen von Maria. Und tja, es ist schlimm. Da spricht das Buch ja nachher noch ausführlich drüber. Genau, ja. Die Hände des hohen Priesters, der den Leichnam vernichten, also den Leichnam von Maria vernichten, und mit Bewaffneten verhindern wollte, dass er in das Tal Josaphat gebracht wird, blieben an der Bahre kleben, bis Petrus sie löste, ihn heilte und bekehrte. Aber wie gesagt, wer sowas glaubt, bitteschön. Hier haben wir das angebliche Haus der Maria bei Ephesus. Es steht zumindest hierbei das angebliche, nicht das Haus, sondern das angebliche Haus. Im Ruinenfeld von Ephesus, beim heutigen Seldschuk in der Türkei, befinden sich gut erhaltene Reste der Marienkirche, die auf eine römische Basilika aus dem 2. Jahrhundert vor Christus zurückging. Hallo? Hier wieder ein Beweis, einer von so vielen Beweisen, dass die Kirche, also die römisch-katholische Kirche, ihre Kirchen immer baut auf alten heidnischen Gedenkstätten. Ja? Diese Marienkirche baut auf einer alten heidnischen, bitteschön, römischen Basilika aus dem 2. Jahrhundert vor Christus rauf. Weil selbst wenn die römisch-katholische Kirche christlich wäre, dann war sie 2. Jahrhundert vor Christus heidnisch. Ja? Also eine römische Basilika aus dem 2. Jahrhundert vor Christus kann nichts anderes sein als ein heidnischer Tempel. Und darauf wird dann diese Marienkirche gebaut. In dieser Kirche fand 431 das Konzil von Ephesus statt, das den Titel Marias als Theotokos, als
Gottesgebärerin bestätigte. Ihr angebliches letztes Wohnhaus, das Meriem Anna Evi, das Marienhaus, liegt am Bülbüldag, dem Nachtigallenberg, 6 Kilometer vom Ruinenfeld von Ephesus entfernt. Dessen heutige Verehrung geht zurück auf Visionen von Anna Katharina Emmerich über die letzte Wohnstätte und das Grab der Gottesmutter. Nach Hinweisen sandte der Superior der Lazaristen in Smyrna, dem heutigen Izmir, 1891 eine Kommission nach Ephesus, die tatsächlich eine Hausruine ganz nach der visionären Beschreibung fand. Auch viele Muslime verehren dort die Mutter des Propheten. Da kann man hier in einen Artikel gehen über das Marienhaus bei Ephesus. Auch viele Muslime verehren dort die Mutter des Propheten. Hier lernen wir also zum ersten Mal, dass auch die Muslime etwas mit Marienverehrung zu tun haben. Und das kommt dann natürlich noch ganz deutlich vor in dem Buch, das wir dann ja irgendwann auch nochmal lesen werden. Eine ähnlich umfangreiche Tradition entwickelte sich um das Geburtshaus der Maria. Wobei wir ja letztes Mal schon gesagt hatten, über die Geburt von Maria ist biblisch überhaupt nichts bekannt. Demnach wurde Kaisermutter Helena, also das ist die Mutter von Konstantin, während ihrer Wallfahrt ins Heilige Land wohl im Jahr 326 beim Anblick einer Hütte in Nazareth überwältigt von der Erkenntnis, die Geburtsstätte Maria vor sich zu haben. In der Lesung von Babylon Mysterienreligion sind wir auch noch näher auf die Mutter von Konstantin Helena eingegangen, die ja dahin gegangen ist und nicht nur das Haus von Maria gefunden hat, also die Geburtsstätte von der Maria gefunden haben will, sondern die ja auch noch Stücke vom originalen Kreuz mitgebracht hat. Knapp 1000 Jahre später, nämlich im Jahr 1291, trugen Engel das heilige Haus zur Rettung vor den in Nazareth eingefallenen Muslimen nach Zrat bei Rijeka in Kroatien, besannen sich dann 3 Jahre später und setzten jetzt jenseits der Adria im italienischen Loreto ab. 16 Bürger der Stadt fuhren daraufhin nach Nazareth, entdeckten das Fundament mit übereinstimmendem Grundriss und einer Inschrift, die besagte, dass das Häuschen verschwunden sei. Später baute man in Loreto eine Kathedrale um das Heilige Haus, das bis heute ein wichtiges Wallfahrtsziel ist. Loreto. Da kann ich euch mal eben ein Bild zu zeigen. Das habe ich auch in anderen Lesungen schon einmal gezeigt. Das Haus von Loreto, das also angeblich von Engeln dahingetragen wurde und wo eine Kirche drum gebaut ist. Wieso gibt er mir das denn jetzt hier nicht? Loreto, habe ich das mit einem T geschrieben. Ja, okay. Loreto, gut, mein Fehler. Mea culpa, wie man so schön auf Lateinisch sagt. Ja, also ihr seht hier, da ist eine Kirche drumherum und das hier ist das Haus. Das wird sicher das Haus der Maria sein, wo sie geboren wurde, mit einem großen Dreieck, mit einer großen Pyramide über der Tür. Nicht wahr? Wo man dann auch ganz deutlich sieht, warum sie sich dann auch angeblich ja nur die Tauben leisten konnte, die sie dann zum Tempel gebracht hat. Ne? Ja. Also solche Armut aufgewachsen sein soll angeblich. Ne? Ja. Auch das hier ist das Heilige Haus von Nazareth in der Basilika von Loreto. Ja, das ist ein anderes Bild davon. Und habe ich noch eins? Ja, das hier habe ich auch noch. Da sieht man dann hier die alten Backsteine und dann den Altar mit den Kerzen und mit der Figur. Und ja, also alles unglaublich biblisch, was hier drin ist. Und das ist ein Originalbild aus dem Buch, das wir hier lesen, aus dem Buch, das ich sonst lese. Das ist Babylon Mysterienreligion. Und dieses Foto ist genommen aus dem Buch, das Haus in Loreto. Ja? Also das hier finde ich noch das meistsagende Bild darüber. Also das ganze Haus, das man hier jetzt sieht, unter einer Kirche drumherum gebaut. Und ja, das ist halt das Heilige Haus von Loreto. Entschuldigung, aber naja, also ich glaube diese ganze Geschichte hier nicht. Jeder für sich selber, wie gesagt, es muss jeder selbst wissen, ob er sowas glaubt oder nicht. Aber ich glaube diesen hanebüchenen Blödsinn hier nicht. Die Marienverehrung in Loreto setzte Anfang des 14. Jahrhunderts ein. 1554 kamen Jesuiten nach Loreto, die die Verehrung des Heiligen Hauses förderten. Na, dann weiß man, warum das heutzutage so bekannt ist, ne? Weil sich die Jesuiten dahinter setzen. Nach dem Petersdom in Rom ist Loreto heute der zweitwichtigste Wallfahrtsort in Italien
und einer der wichtigsten Wallfahrtsorte der gesamten katholischen Welt. Durch die Jesuiten entstanden in vielen Ländern Nachbildungen der Loreto-Kapelle, zu denen eigene Wallfahrten veranstaltet wurden. Zur Bedeutung: Maria gilt als Vorbild des Glaubens und als Vermittlerin und Fürbitterin. Es steht hier, sie gilt, nicht sie ist, sondern sie gilt. Das heißt, das gilt für diejenigen, die diesen Blödsinn glauben wollen. Immer gut lesen, meine lieben Brüder und Schwestern. Deshalb ist sie unter allen Frauen gepriesene. Im Lukas-Evangelium Kapitel 1, Vers 42 steht das drin. Im Magnifikat bringt sie das selbst zum Ausdruck. Von nun an werden mich selig preisen alle Geschlechter. Lukas Evangelium Kapitel 1 Vers 48. Dieser Hymnus zeigt, dass schon die Urkirche die besondere Verehrung der Maria kannte und die anhaltende Verehrung voraussetzte. So, dann werden wir doch mal eben lesen, was hier in Lukas steht und werden sehen, ob diese Erklärung, die wir gerade gelesen haben, auch in einen Einklang zu bringen ist mit wirklicher biblischer Lehre. Lukas Kapitel 1 Verse 46 bis 50. Die dick geschriebenen, also die fett geschriebenen Worte habe ich natürlich selbst so hervorgehoben, dass ihr die Notwendigkeit seht, wie das zusammenhängt, was Maria wirklich sagt. Und Maria sprach: Meine Seele erhebt den Herrn. Sie sagt nicht: Meine Seele wird von allen Menschen immer erhoben oder ich erhebe mich. Nein, meine Seele erhebt den Herrn. Ihm gebührt alle Ehre. Er ist der Höchste. Und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter. So, wir lesen hier also, dass Maria gilt als Vorbild des Glaubens, als Mittlerin und Fürbitterin. Wenn sie eine Mittlerin ist, und zwar eine Mittlerin im Sinne, wie Jesus Mittler ist zwischen Gott und dem Vater, zwischen dem Menschen und dem Vater, wie in der Bibel auch geschrieben steht, es ist unter dem Himmel dem Menschen kein anderer Name gegeben als Mittler zwischen dem Vater und dem Menschen als Jesus Christus, dann würde sie selber ja gar keinen Retter brauchen. Weil wenn ich ein Mittler bin, dann bin ich ja selbst fehlerfrei, sage ich mal, sündenfrei. Ja? Wenn ich aber sündenfrei bin, dann brauche ich keinen Retter. Maria sagt ihr aber, und mein Geist freut sich über Gott, meinen Retter, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. In der römisch-katholischen Kirche wird die Maria nur erhoben. Sie wird erhoben zur Königin, zur Himmelskönigin. Sie wird erhoben zur Gottesmutter. Die Mutter steht über dem Kind, nicht wahr? Wenn ihr Eltern seid und ihr habt Kinder, steht ihr über euren Kindern oder stehen eure Kinder über euch? Eben. In der römisch-katholischen Kirche auch steht die Mutter von Jesus über Jesus. Und sie sagt hier selbst, dass er angesehen hat die Niedrigkeit seiner Magd. Denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Natürlich preisen wir sie glückselig in alle Zeit, dass sie die Ausgewählte war, die Ehre hatte, unseren Herrn auf diese Welt zu bringen. Aber nur Jesus im Fleisch. Sie hat Jesus im Fleisch geboren, sie hat nicht Jesus im Geist geboren. Denn der Vater von Jesus im Geist ist der Vater im Himmel, der durch den Heiligen Geist Maria geschwängert hat. Meine lieben Katholiken, hört euch das gut an, was ich hier sage. Maria ist die Mutter Jesu Christi im Fleisch, nicht die Mutter Jesu Christi im Geist. Das ist derjenige Geist, der in Maria eingefahren hat und für die Befruchtung gesorgt hat. Gott hat angesehen die Niedrigkeit seiner Magd, denn siehe, von nun an werden mich glückselig preisen alle Geschlechter. Wenn ich sie glückselig preise, heißt das dann, dass ich sie erhebe? Nein. Aber die römisch-katholische Kirche erhebt Maria zu allen Momenten. Und weiter sagt sie, denn große Dinge hat der Mächtige an mir getan, und heilig ist sein Name. Er hat große Dinge an ihr getan. Er hat sie nicht groß gemacht oder was, aber er hat große Dinge an ihr getan. Er hat sie geschwängert und hat dafür gesorgt, dass sie das Schiff war,
dass den menschlichen Körper Jesu Christi auf diese Welt gebracht hat. Das hat er mit ihr getan. Große Dinge hat der Mächtige an mir getan. Er hat sie geschwängert und ihre Jungfernschaft erhalten. Das kann man durchaus ein großes Ding nennen, nicht wahr? Große Dinge hat der Mächtige an mir getan und heilig ist sein Name. Und seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Also welche, die römisch-katholische Kirche spricht hier ständig von der Barmherzigkeit der Mutter Maria. Und Maria selbst spricht, seine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht. Nicht meine Barmherzigkeit wird von Geschlecht zu Geschlecht. Über die, welche mich anbeten, das sagt sie nicht. Sie sagt, seine, Gottes Barmherzigkeit. Und zwar die von Jesus, die von dem von ihr geborenen Menschen, der ja Gott war und Gott ist. Seine Barmherzigkeit währt von Geschlecht zu Geschlecht über die, welche ihn fürchten. Die, die ihn nicht fürchten, darüber währt nicht seine Barmherzigkeit, sondern seine Rache am Tag des Gerichts. Das ist wieder ein anderes Thema. Aber ich glaube, es gibt wirklich keine andere Möglichkeit, als diese Verse so zu interpretieren oder so zu verstehen, wie ich sie jetzt gerade eben versucht habe zu erklären. Max, kannst du da vielleicht mal ein wenig zu sagen, dass die Leute nicht immer nur denken, der Jörg, der brabbelt sich da irgendwelchen Quatsch zusammen? Nee, ich finde das gut, dass wir jetzt auch nochmal aus dem Lukas-Evangelium direkt zu die Stelle gebracht hast, weil hier ja schon deutlich wird, dass Maria auch als Mittlerin und Fürbitterin bezeichnet wird und die Bibel da ganz deutliche Punkte zu macht, dass das eben nicht der Fall ist, weil Maria eben selber auch, wie du schon angesprochen hast, einen Retter braucht, nämlich Gott, und ihm auch dann die Barmherzigkeit zuspricht von Gott, ja, die von Geschlecht zu Geschlecht wirkt und nicht ihre. Also im Grunde genommen reicht das ja schon aus, um zu erkennen, dass das hier absolut 180 Grad entgegen der Bibel ist, was wir hier lesen, dass die Maria irgendwie eine Mittlerin sein soll. Ja. Aber wenn wir die Bibel dazu nehmen, und das hast du ja jetzt hier wunderbar getan, dann wird uns schon sehr deutlich, dass das genau andersrum ist. Dass Maria nämlich sterblich ist, ein sterblicher Mensch wie wir alle, die genauso einen Retter braucht, wie auch wir alle den Retter brauchen. Mhm. Ja. Und der einzige Mittler zwischen Gott und dem Menschen ist und bleibt Jesus Christus und nicht seine Mutter. Richtig. Also, wir sind jetzt ja gerade mal bis zur Mitte dieses Absatzes gekommen. Es geht noch weiter. Mit ihrem Ja zu Gott hat Maria Gott in sich Raum gewährt. Als ob also jetzt Maria Gott mehr Raum in sich gewähren kann, als jeder andere Mensch das tun kann. Wenn man Ja zu Gott sagt, dann macht man Platz in seinem Herzen für Gott, nicht wahr? Und warum macht man Platz in seinem Herzen für Gott? Weil der Vater einen zum Sohn zieht, nicht aus freiem Willen. Ja? Es ist nicht ich, der Gott wählt, es ist Gott, der mich wählt. Hier, mit ihrem Ja zu Gott, wird insinuiert, sagt man das im Deutschen, unterstellt. Ja, mit ihrem Ja zu Gott wird hiermit unterstellt, dass Maria Gott gewählt hat. Aber es ist Gott, der in diesem Fall Maria und jeden anderen auch erwählt. Ja? Es ist die Erwählung, nicht die Wahl von uns, sondern dass wir erwählt werden von Gott. Da können wir gar nichts drüber machen. Denn es steht geschrieben, durch Gnade seid ihr errettet und das nicht durch Werke, auf das niemand sich rühme. Was muss ich denn tun, um Gnade zu empfangen? Nix! Das wird mir geschenkt, deswegen ist es Gnade, es ist ein Geschenk. Und mit ihrem Ja zu Gott hat Maria Gott in sich Raum gewährt, genauso wie jeder andere das tut. Und dann geht's weiter. Hat ihn in sich wachsen lassen, das ist New Age-Lehre. Ja? Hat sich von ihm einnehmen lassen. Gleichzeitig hat sie Gott ein menschliches Gesicht gegeben. Maria hat Gott ein menschliches Gesicht gegeben. Und Jesus dann, der Gott im Fleisch war, hat er nicht Gott ein Gesicht gegeben?
Hat er nicht zu seinen Jüngern gesagt, wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen? Na, die römisch-katholische Kirche sagt, sie, Maria, hat Gott ein menschliches Gesicht gegeben, hat ihn unter den Menschen erfahrbar und erlebbar gemacht und damit den Mitmenschen geholfen, ihrerseits befreit und erlöst und damit richtig Mensch zu werden. Das, was hier steht, hat nichts mit Maria zu tun. Das ist alles Jesus Christus. Jesus Christus ist vom Himmel auf diese Erde gekommen, hat sich erniedrigt, in unser sündiges Fleisch einzusteigen, ist ein Leben lang ohne Sünde geblieben, hat aber unter uns gelebt, wie im Johannes geschrieben steht, das Wort wurde Fleisch und hat unter uns gewohnt. Ja? Somit hat Gott durch Jesus Christus Gott ein menschliches Gesicht gegeben, hat ihn unter den Menschen erfahrbar und erlebbar gemacht durch sein Ministerium, wo er nach seiner Taufe im Fluss Jordan 3,5 Jahre das Königreich Gottes hier auf der Erde im Fleisch verkündigt hat und hat damit den Mitmenschen geholfen und hat sie ihrerseits befreit und erlöst von dem Joch dieser Erde. Er hat nämlich gesagt, nehmt mein Joch auf mich, weil mein Joch ist leicht. Und hat damit geholfen, dass die Menschen richtig Mensch werden können, so wie man das jetzt verstehen kann. Also so ein hanebüchener Blödsinn, der hier steht über Maria, da ist nichts von wahr. Das ist alles vollkommen genau das, was Jesus ist. Und das ist eben die ganze Geschichte dieses Papiers, des Buches, alles drum und dran. Maria wird hier vergöttlicht. Und alle Attribute, die Gott zustehen, werden Maria zugesprochen. Aber nicht von Gott aus, sondern vom Menschen aus. Also lesen wir den Satz nochmal. Gleichzeitig hat Maria Gott ein menschliches Gesicht gegeben. Nein, Maria hat den Menschen Jesus Christus geboren und Jesus Christus hat Gott ein menschliches Gesicht gegeben durch sich selbst, weil er sagte, wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Hat ihn unter Menschen erfahrbar und erlebbar gemacht und damit den Mitmenschen geholfen, ihrerseits befreit und erlöst und damit richtig Mensch zu werden. Der nächste Absatz wird noch schlimmer. Echt wahr. Ich kann es nicht ändern. Das ist wirklich so. Das geht hier vom... Man kommt hier vom Regen in die Traufe, wie man so schön sagt. Weil sie von Anfang an in die Menschwerdung und das Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus unmittelbar einbezogen war. Warum schreiben die das denn hier? Weil sie ihn geboren hat, deswegen war sie an die Menschwerdung mit einbezogen, das stimmt. Aber in das Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus war sie nicht mit einbezogen. Das steht nirgendwo in der Bibel. Aber lesen wir erstmal den Satz zu Ende. Oder ich sollte vielleicht probieren, den ganzen Absatz zu lesen. Dann können wir ihn danach mal besprechen. Kann Max dann auch ein bisschen helfen. Weil sie so von Anfang an in die Menschwerdung und das Erlösungshandeln Gottes in Jesus Christus unmittelbar einbezogen war, war sie sozusagen die geschichtlich-irdische Urheberin des Heils. Anselm von Canterbury lehrte, dass alle Gaben Gottes in Jesus Christus die Versöhnung des Sünders, neues Leben und die Versöhnung im Endgericht erst durch Maria, indem sie Jesus gebar, in die Welt kam. Daraus resultiert dann ihre Rolle als Mittlerin und wirkungsvollste Fürbitterin. Im Mittelalter konnte sie sogar zur Miterlöserin und Mithelferin werden. Das Mitleiden Marias bei der Passion Christi wurde schließlich fast ebenso wie Christi Leiden selbst als heilswirksam betrachtet. Ja, ich habe das hier zweimal mit dieser dunklen Pinkfarbe angestrichen, weil ich wusste, dass mir beim Lesen dieses Absatzes schlecht wird. Und ich dachte, hier geht's wieder ein wenig, da kann man wieder aufatmen. Es ist schlimm, ja. Ich wollte gerade fragen, Max, möchtest du vielleicht mal meine Aufgabe übernehmen und diesen Absatz, den ich gerade vorgelesen habe, ein wenig besprechen mit unseren Zuhörern und Zuschauern? Ja, schau mal, sollte ja einem jeden klar sein, dass wenn man das so liest, ne, dass zum einen eine ganz bestimmte Sache auffällt, dass die römisch-katholische Kirche hier Maria
alles das zuschreibt, was laut der Bibel Jesus Christus zusteht. Sie wird hier also wieder mal im Grunde genommen zu Gott erhoben. Wir haben, ich weiß jetzt auch gar nicht, wer ist denn Anselm von Canterbury, ist wahrscheinlich auch irgendwie römisch-katholisch. Das sind halt auch wieder alles menschengemachte Aussagen, auf die ja dann Bezug genommen wird, dass wenn dieser Mensch jetzt lehrte, dass alle Gaben Gottes in Jesus Christus, die Versöhnung des Sünders, neues Leben und Versöhnung im Endgericht, erst durch Maria, indem sie Jesus gebar, in die Welt kam, ja, also entschuldige mal, ne, dann wird ja der Fakt, dass Maria als Mensch Jesus gezeugt hat, insofern verherrlicht, als dass sie ihn auch geistlich gezeugt hätte. Hier wird wieder die Schöpfung vor den Schöpfer gestellt. Ja, genau das wird gemacht. Im Grunde genommen wird hier einfach das geschöpfte Wesen oder geschöpfte Mensch, Maria, ja, wird hier im Grunde genommen über den Schöpfer gestellt. Ja, obwohl sie ja nichts weiter war als die Mutter von Jesu. Ja, sie von hat dem aber nicht fleischlichen geistlich. Jesu. Genau, ganz wichtiger Unterschied. Ja, mach das bitte, weil sonst denken die Leute von, ja, aber Jesus war 100% Mensch und 100% Gott. Das ist der genau Mensch, der wurde von Maria Kasus geboren. Praktus. Ja, dass der Mensch Jesus Christus von Maria geboren wurde, aber nicht der Gott Jesus Christus. Ja, also nicht das Geistliche in der Hinsicht. Und das ist eben das, was die römisch-katholische Kirche ausnutzt, indem sie das umdreht und für sich gebraucht, wie es ja hier steht, dass sie dann dadurch ihre Rolle als Mittlerin und wirkungsvolle Fürbitterin so erhalten hätte. Dadurch, dass sie Jesus Christus geboren hat als Gott. So, aber das ist halt nicht richtig. Sie hat ihn nur als Mensch Jesus Christus geboren und das Geistige kommt halt von Gott und nicht von ihr. Das ist der Punkt. Ja, und dass es hier im Mittelalter dann noch so heißt, dass sie Miterlöserin, Mithelferin war, das ist doch heute immer noch so, oder? Täusche ich mich da? Da sind sie in der römisch-katholischen Kirche immer noch mit beschäftigt, um dafür zu sorgen, um die offiziellen Titel zu geben an Maria, ja. Es ist wirklich schwer zu lesen auch. Fällt mir selber schwer. Vor allem auch der letzte Satz, auf den sollten wir auch mal kurz eingehen. Das Mitleiden Marias bei der Passion Christi, also das ist die Kreuzigung, ja, Passion, das war sein Leiden, ja, wurde schließlich fast ebenso wie Christi Leiden selbst als heilswirksam betrachtet. Also mit anderen Worten, natürlich jetzt mal eben weg von der römisch-katholischen Lehre. Lass uns mal eben ganz menschlich denken. Eine Mutter sieht, wie ihr Sohn ans Kreuz genagelt wird und dabei stirbt. Lassen wir mal jetzt ganz außer Betracht, dass Jesus Christus Gott war nehmen wir ganz einfach mal nur den Fakt, dass eine Mutter am Kreuz steht, an das ihr Sohn genagelt wird, um dort zu sterben. Dass die Frau leidet, ist doch wohl vollkommen normal, oder? Ich glaube, jeder normale Mensch hat da ein Mitgefühl mit. Ich sage extra jeder normale Mensch, weil es gibt viele, die kennen sowas wie Mitgefühl nicht. Aber jeder normale Mensch hat da Mitgefühl. Und natürlich verstehen wir, dass Maria darunter gelitten hat, dass Jesus ans Kreuz genagelt wurde. Aber dass die römisch-katholische Kirche dieses Leiden ausnutzt und sagt, durch dieses Leiden der Frau wirkt sie heilend, das ist Blasphemie in allerhöchstem Maße, meinem Verständnis nach. Ja, wie der Rest des Absatzes eigentlich, ja. Und der davor und der davor. Ja, wie gesagt, dass sich das dunkelpink angestrichen hat, das hat schon seinen Sinn. Ne? Ja, es ist genau das Gleiche. Ne? Genau das Gleiche, nur ja, quasi in grün. Dass jetzt die römisch-katholische Kirche versteht es ja sowieso sehr gut, diesem Mitleiden Marias eine ganz ausgesprochen enorme Bedeutung beizumessen, ne? Was ja halt wirklich auch wieder überhaupt nicht biblisch begründet ist. Es ja, sollte jetzt auch jedem irgendwo klar sein. Ne? Also soweit ich weiß, ist ja die Szene auch so beschrieben, dass Maria da auch bei war, aber da über das Mitleiden Marias oder so ist da jetzt auch nicht weiter irgendwie drauf eingegangen. Und mal ganz abgesehen davon wird nirgendwo in der Bibel erwähnt, dass das Leid Marias irgendwie heilswirksam sein sollte. Also auch das ist völliger Blödsinn und gotteslästerlich. Richtig, es ist absolut unbiblisch in diesem Fall. Ja.
Gut, lass uns noch mal kurz ein wenig weiterlesen. Ein paar Minuten haben wir, glaube ich, noch in unserer Sendung heute. Ne? Nicht mehr viel, aber ein wenig noch. Noch probieren, diese Seite hier zu Ende zu bringen. So wurde Maria der Kirche, vergleiche im Johannesevangelium, Kapitel 19, Vers 26, Entschuldigung, so wurde Maria zur Mutter der Kirche, wie im Johannesevangelium 1926 geschrieben steht. Eine Auffassung, die übrigens auch Philipp Melanchthon in der Reformation teilte. Alles, was in der Gestalt Marias geschieht, geschieht auf ähnliche Weise in der Kirche. Denn Maria ist das Bild der ganzen Versammlung, die Kirche Gottes heißt. Wie legen Sie denn hier Johannes 1926 aus? Zitat: Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter: Frau, siehe dein Sohn. Darauf spricht er zu dem Jünger: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich. Also, wir hatten gesagt, Kapitel 19, Vers 26. Ich habe zwei Verse, 26 und 27. Jetzt lesen wir es doch mal eben im richtigen biblischen Verständnis. Und danach müssen wir die Stunde leider doch schon abschließen. Als nun Jesus seine Mutter sah, am Kreuz war Jesus genagelt in diesem Augenblick, und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, das geht also um Johannes, da spricht er zu seiner Mutter: Frau, die er also nicht mal als Mutter anspricht. Ja? Ich meine, Jesus Christus ist kurz vorm Aufgeben des Geistes am Kreuz. Und er spricht seine Mutter an: Frau, siehe dein Sohn. Er sagt nicht: Mama, hier, dein Sohn. Und er bezieht das nicht auf sich, sondern er bezieht es auf Johannes, den Jünger, den er lieb hatte. Das geht ganz deutlich aus diesem Vers 26 hervor. Als nun Jesus seine Mutter sah und den Jünger dabei stehen, den er lieb hatte, spricht er zu seiner Mutter, Entschuldigung, Frau, siehe dein Sohn. Er sagt ja nicht zu ihr: Frau, sieh mich an, ich bin dein Sohn, sondern er sah ja den Jünger dabei stehen und sagt zu seiner Mutter: Hier, Frau, da, siehe deinen Sohn, der Johannes. Denn darauf spricht er zu dem Jünger, um es ganz deutlich zu machen, wen er meint, dass er nicht von sich selbst spricht, sondern er sagt zu Johannes: Siehe deine Mutter. Und von der Stunde an nahm sie der Jünger zu sich, oder der Apostel. Ja? Der Johannes, der ja Jünger war, war ja dann nach, wurde dann ja später der Apostel Johannes. Wie ist das denn in Einklang zu bringen mit dem, was hier geschrieben steht? So wurde Maria zur Mutter der Kirche. Nein, sie wurde nicht zur Mutter der Kirche. Sie wurde zur Mutter von Johannes. Und Jesus Christus hat auf diese Art und Weise Johannes aufgetragen, um für seine Mutter zu sorgen. Alles, was in der Gestalt Marias geschieht, geschieht auf ähnliche Weise in der Kirche. Das ist die Lehre der römisch-katholischen Kirche. Das ist aber eine Falschlehre. Denn Maria ist das Bild der ganzen Versammlung, die Kirche Gottes heißt. Also mit anderen Worten, aufgrund von Johannes 19,26 stellt die römisch-katholische Kirche Maria mit der ganzen Kirche gleich. Die Kirche ist die Mutter. Und die Mutter ist die Braut des Vaters. Und dann haben wir noch Jesus Christus, und das bringt uns zur römisch-katholischen, im Ursprung babylonischen Trinitätslehre, meine Lieben. Das ist das, was hier in diesem Absatz drin steht. Ja? So wurde Maria zur Mutter der Kirche. Das steht aber in der ganzen Bibel nicht drin, dass die Kirche eine Mutter hat. Nein. Es steht in der Bibel geschrieben, dass Jesus das Haupt der Kirche ist. Da steht von einer Mutter der Kirche nichts drin. Eine Auffassung, die auch Philipp Melanchthon in der Reformation teilte. Ja, Philipp Melanchthon hat viele Auffassungen in der Reformation geteilt. Unter anderem hat er nicht die Auffassung geteilt mit Martin Luther, dass das Papsttum der Antichrist ist. Also was Philipp Melanchthon von der Maria hält, ist mir ehrlich gesagt wurscht. Was die Bibel von der Maria hält, das finde ich wichtig. Und ich denke, wir haben heute in diesem
in dieser Lesung gut feststellen können, dass die römisch-katholische Kirche mit Maria das macht, was sie will, und dass sie den Menschen eine Maria lehrt, die so nicht in der Bibel drinsteht, und dass sie mit hanebüchenen, an den Haaren herbeigezogenen Geschichten, Märchen und sonstigen Sachen probiert, die Leute in dem Glauben gefangen zu nehmen, dass Maria etwas so Besonderes ist, das in der Bibel so nicht dargestellt ist. Und ich hoffe, dass diese Lesung ein wenig dazu beigetragen hat, ein wenig mehr in das Licht, in das Dunkel zu bringen, und dass ihr da ein besseres Verständnis für habt. Und deswegen möchte ich Maximilian eben bitten, noch eben mit mir die letzten paar Worte dieser Lesung zu machen, ein kleines Resümee zu ziehen. Max. Ja, wir haben ja jetzt auch mit dem letzten Bibelzitat dann auch mal wieder gesehen, die römisch-katholische Kirche hat behauptet, dass die Maria dann zur Mutter der Kirche wurde und hat dann Johannes, welcher Vers war das jetzt, 1629? 1926. 1926 zugezogen. Und auch da ist die Auslegung ja mal wieder völlig absurd und an den Haaren herbeigezogen, ähnlich wie sie in der Offenbarung die wörtliche Auslegung genommen haben, die ebenso absurd war. Und es wird da vor allem eins deutlich, dass die römisch-katholische Kirche eigentlich von dem Falschauslegen der Bibel einen eigenen Nutzen daraus zieht, um den Leuten ihre eigene Doktrin zu verkaufen. Ja, und so kann man dann schon sagen, dass Maria dann für die römisch-katholische Kirche durch die Falschauslegung der Bibel zur Mutter wird und damit dann zur Mutter der Kirche Satans. Aber stellvertretend für die Himmelskönigin, die sie ja dann eigentlich auch einnimmt als Stellung in der römisch-katholischen Kirche. Für uns aber, die wir die Bibel hochhalten und die Bibel alleine, haben wir wieder mal aufgezeigt, dass es halt genau andersrum aussieht, dass also hier nur die Bibel falsch ausgelegt wird, um eine gewisse Doktrin, die auf, wie du schon sagtest, Babylon zurückgeht, zu vertreten und zu verbreiten. Und ich weiß nicht, hast du jetzt noch was, Jörg? Sonst würde ich das Video jetzt... Ja, ist ja in Ordnung, dass du das so weit gesagt hast. Das Einzige, was ich noch habe, womit ich abschließen möchte, ist, dass wir auch hier in dieser Lesung heute, denke ich, deutlich begriffen haben, dass wir ohne die Wahrheit, in der Gott sich uns offenbart, nämlich in diesem heiligen Buch oder die heilige Schrift, die Bibel, wie er sich uns offenbart, wenn wir die nicht kennen, dann ist das so leicht, in den Lügen der römisch-katholischen Kirche gefangen zu werden. Satan ist der Vater der Lüge. Und Satan ist der Chef in der römisch-katholischen Kirche. Das ist ein einziges großes Lügengebäude. Das kann man nur zum Einsturz bringen. Nur, wirklich, es tut mir leid, nur, wenn man die Bibel kennt. Und von daher möchte ich verbleiben mit meinem Aufruf, bevor ihr euch dann hinsetzt und zur nächsten Sendung dieser Lesung kommt, dass ihr in der Zwischenzeit bitte, bitte, bitte eure Bibel lest und selbst die Wahrheit kennenlernt. So wie der Heilige Geist sie euch durch das richtige Lesen der Bibel offenbaren wird. Genauso wie Jesus Christus gesagt hat, ich muss gehen, denn wenn ich nicht gehe, dann kann der Tröster nicht kommen und der wird euch in alle Wahrheit leiten. Und diese Wahrheit erfährt man, wenn man die Bibel liest. Von daher, bis zum nächsten Mal. Lest eure Bibel. قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. Die Schäden zu verwahren, ich meine, dass er